Nee. Ha! Guck mal hier, hier ist noch eine Schlangentür. Und ich hab. Ne, nix da, will ich nicht, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Ich bin die Heartbeat Gaming und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann abonniert mich doch. Und wenn nicht, dann auch. Ja, wir waren hier gestern im Zerlegungsraum und haben dem armen Deputy aus seinem Hals, wo der Kopf gefehlt hat, mussten wir unsere Hand reinstecken und haben einen Schlangenschlüssel bekommen. Ne? Hier, den da. Gelle. Und ja, den müssen wir jetzt benutzen. Das Blöde ist, ich habe den gerade eben schon benutzt, denn ich habe angefangen zu spielen, habe euch schön begrüßt und da sehe ich, dass ich die Aufnahme nicht gestartet habe. Also bin ich nochmal zurückgelaufen und habe nochmal von Anfang an begonnen. So, also wir müssen nochmal in den Keller. Ich habe die dazugehörige Tür mit dem Schlangensymbol auch schon aufgeschlossen, aber ich weiß nicht, wo wir da hinkommen. So. Lauf mal ein bisschen schneller. Oh, Alter. Dieser Keller, ne? Der macht mich kirre. Ganz ehrlich. Lauf. Lauf einfach. Hier ist die Tür. So, okay. Also diese Tür habe ich schon aufgeschlossen. Eben gerade, ne? Vor 30 Sekunden in etwa. Bevor ich die neue Aufnahme gestartet habe. Gut, die ist offen. Machen wir sie jetzt mal auf. Wo sind wir hier? Oh, überall diese Leichen. Moment, wo sind wir denn hier? Sind wir... Diese Türen! Scheiße da! Wir sind im Zerlegungsraum, beziehungsweise, ja, naja, in dem Raum, wo wir Daddy niedergemetzelt haben. Das ist eine Abkürzung oder was? Coole Sache. Aber weg hier. Ich gehe jetzt wieder zurück. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen müssen. Das weiß ich nämlich nicht so genau. Da muss ich dann erstmal gucken. Lauf, Ethan. Lauf. Ich muss hier aus dem Keller raus. Ich krieg da die Atzeln, ehrlich. Alles klar. Wunderbar. So, zurück in den Safe Room, speichern. Und dann gucken wir jetzt erstmal, was wir machen müssen. So. Okay, so. Wir müssen das Serum herstellen und die Materialien dafür finden. Dann, was? Das Material fürs Serum von Lukas erhalten. Die zwei Zugangskarten finden. Okay. Wo? Wo? Wartet mal. Ich lasse das Kraut mal hier. Oh, 4 Kraut haben wir. Das ist sehr schön. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen noch mal rüber ins Haupthaus. Weil, wenn ich mich recht erinnere, gab es da auch noch Schlangentüren. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Okay.
Travis? Travis? Mach das Brett zu? Mach es zu? Wieso ist Travis da drin? Also wenn das dein Travis ist, da ist er. Das war jetzt nicht so gut. Wir hätten vielleicht dran vorbeilaufen sollen, weil nicht so schnell sind die nicht. Und ich glaube, wir müssen nach oben. Ich gehe mal weg hier. Vielleicht geht der auch wieder weg. Was? Vielleicht, wenn wir aus seinem Dunstkreis verschwunden sind, dass er dann auch wieder decayt. Dass wir aus der Tür rauskommen. Seit wann laufen denn die im Haus rum? Die waren doch sonst immer auf den Keller beschränkt. Okay. Die Herren von der Raucherlunge. Okay, 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 okay. Lauf hier lang. Lauf hier lang. Lauf! Was ist denn hier passiert? Ah ja, guck, da ist noch eine Schlange. Ah, jetzt sind sie wieder zerbröselt. Hier ist noch eine Schlangentür? Sag dich doch. Aber ich guck erstmal nochmal. Ob wir hier nicht noch anderweitig Besuch haben. Okay, da ist Omis Zimmer. Die Omi, ne? Also das ist ja auch so ein Ding, ne? Da frage ich mich echt, wie die ewig durchs Haus rollt, ne? Vor allen Dingen rollt, ne? Bei so vielen Treppen, wie hier in diesem Haus sind. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Aber die wird schon ihre Mittel und Wege haben. Hm. Gut. Omi ist nicht zu Hause, oder? Hatten wir hier noch irgendwas vergessen? Weil ich kann mich erinnern, nee, da lag das Gebiss drin, dass wir hier nur in mega Eile... mega Eile das Ding ausgeräumt haben, weil wir uns die Flinte da an der Ecke nur geholt hatten. Okay. Da ist der Brief vom Krankenhaus drin. Nee, was eine Siffmatratze. Die ist bestimmt schon so alt wie die Omi. Ganz bestimmt. Okay. Wir gehen gleich. Weiß nicht, vielleicht hat sie... Ah, hier ist das noch normal. Also so, wie es sonst auch war. Okay. Aber hier hinten war doch noch eine Kiste, oder? Genau da. Ja, Mensch, und wir haben doch auch noch einen Dietrich. Aber den habe ich nicht dabei. Ne. Hätten wir die aufmachen können. Ja, hätte Fahrradkette, ne? Wie sagen wir so schön bei uns? Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er eine Hase gehabt. Okay. Also hier ist noch alles beim Alten. Oder? Tropft nur Wasser runter. Okay. Ja, nee, da hinten gehe ich jetzt nicht hin. So, dann gehen wir jetzt mal. Alter Schwede. Hier hin.
Oh, dieses Krokodil, das lag im Keller auch schon irgendwo rum. Drüben in dem anderen Haus. Was ist das denn in dem Kinderzimmer? Das braucht das Kind zum Spielen hier im Bestecke. Klavier. Das ist kaputt. Gut. Machst du die Tür mal zu? Danke. Oh, Flintenmuni. Sehr schön. Alles klar. April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gefahren. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle mit im Spielzeugladen gekauft. Mit 259 Teilen. April. Doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. Wer ist Oliver? Hä? April. Ich habe Oliver angelogen, habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. Nachbarskind, oder? Was hat er gemacht? April. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Hab sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie sie nie finden. Also, wenn das Lukas Zimmer ist und er hat ein Kind auf dem Dachboden eingesperrt, weil, da haben wir schon ganz schön durch, oder? Was haben wir hier? Alles klar, ein Kinderbaseballschläger. Sonderpreis, Amateur-Robotermeisterschaft 1998. Okay. Zweiter Platz, dritter Junioren-Erfinderwettbewerb. Aha. Dritter Platz, zweiter Junioren-Erfinderwettbewerb. Alles klar. Ball? Rund ist er. Auf jeden Fall. Was haben wir denn da? Pillen. Gut. Und Dietrich. Sehr geil. Oh, den könnte man... Ach, habe ich rausgenommen. Gut. Den könnte man doch gleich vorne um die Ecke bei der Kiste verwenden. Ach, guck an. Guck an. Eine Trophäe kombiniert mit einer Lampe, die dann leuchtet. Ja. Also dumm war er ja nicht, ne? April. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Ey, der ist doch bescheuert! Moment, da waren noch zwei Seiten. Mai. Es stinkt total und so ein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Aha. Haben wir doch schon gefunden hier. Guck mal an. Alles klar. Hä? Achso, hier waren wir schon. Okay. Jetzt sollen wir auf dem Dachboden.
Hat der diesen Oliver da oben eingesperrt und ist der da gestorben oder was? Okay, da ist wieder so ein Ding. Ja, Dachböden sind prädestiniert dafür, um künstliche Weihnachtsbäume dorthin zu stellen. Was ist das? Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Auftraggeber Trevor and Chamberlain Construction. Renovierungszeitraum 10. November 92 bis 30. November 92. Umfang: Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Was? Schattenaktivierte Tür? Was ist das denn? Flintenattrappe, Spielzeugaxt. Jo, ich habe nicht genug Platz. Ganz toll. Dash. Ein Videoband, was? Happy Birthday? Oh. Von Lukas? Okay. Hier genug Platz, ja, ganz toll. Obwohl, dieses Zeug, das würde ich so... Obwohl, klar, da konnte ich... die verbesserte Munition mit herstellen, ne? Mit Festbrennstoff und dieses Zeugs hier. Irgendwas war da. Da habe ich ja noch jede Menge andere Munition. Alter Schwede! Entschuldigung. Okay, hier wieder so ein geiles Rätsel. Finde ich total cool. Ach du Scheiße. Ey, ist das euer Ernst? Ach, guck aber mal. Oh, das lässt sich aber so unglaublich schwer drehen, da weiß ich immer nicht. Okay. So. Nee. Nee. Geht das so? Nee. Ein bisschen genauer. Oh, es lässt sich so schwer drehen. Alter, wer lässt sich denn sowas einfallen? Ich hatte es doch gerade. Oh, warte. Wie kriege ich denn das auf die Seite? Da. Ja. Ist das eine von den Karten, die wir da bei diesen Dings da reinstecken sollen? Weil das ist nämlich Zugangskarten, ne? Da war doch, da waren noch so zwei Slots. Okay, aber wir haben keinen Platz. Alles klar. Wir fahren hier noch weiter. Ohne altes Fahrrad. Und nee, macht man nicht. Ja gut, diese Kisten kann man sowieso nicht aufmachen, aber gucken würde ich schon gerne mal. Nein. Nee, so wird's nicht. Hier hinhocke. Nein. Ah,
Da muss ich jetzt doch die Knarren nehmen. Wo ist er denn? Alles klar. Ja, dann werden wir jetzt erstmal mit dem Dietrich, den wir haben. Alter Schwede. Die eine Kiste öffnen. Jo. Dann müssen wir nochmal hierher. Nee, Moment. Doch, wir sind richtig, klar. Ich will ja die Kiste öffnen. Die war ja hier hinten. Oh, Flintenmuni, Flintenmuni, Flintenmuni. Sehr geil. Wie viel haben wir denn jetzt davon? Weiß ich nicht. 11. Okay. Da ist nichts mehr. So, sind die beiden Kumpels jetzt hier noch da draußen? Okay, erstmal zurück zum Safe Room. Ja, da sind sie. Weg. Okay. Ja gut, aber die sind so langsam. Ich nehme nicht an, dass die eine große Gefahr für uns sind. So, das Kraut weg. Die Pillen weg. Die Frage ist, brauchen wir den Schlangenschlüssel jetzt noch? Also jetzt im Moment jedenfalls, weil... Da auf dem Dachboden sind ja doch einige Dinge, die wir mitnehmen müssen. Ich mach den Schlangenschlüssel auch mal so lange in die Kiste. Ob wir den Arm brauchen? Weiß ich nicht. Gut, dann speichere ich mal ab. Okay. So, dann gehen wir jetzt zurück. Und Moment, holen die blaue Zugangskarte und holen uns das Video, weil da ist ja doch auch ein Videorekorder. Und da können wir uns das auch gleich angucken. Okay, wo gehen sie hin? Alles klar, dann laufen wir hier rum. Richtig, ja. Die machen mir nicht so viel Angst, weil... Ne? Weil es hell ist. Weil es einfach hell ist. So. Ja, wo war denn das jetzt? Hier im Schrank? Alter Schwede. Wo klappert denn hier dauernd ein Ball? Ne, die Videokassette war oben, ne? Genau. Hier ist die Videokassette. Warte, dann holen wir uns erst die Zugangskarte hinten. Sehr geil. Blau. Die andere war was? Rot? Gelb? Weiß ich nicht mehr. Ist auch nicht wichtig. Gut, aber dann würde ich sagen, nehme ich das auch mit. Weiß der Geier wofür. Oh, der hat gar kein Spiegelbild. Ist sicherlich auch schon tot.
Okay, und was macht man mit einer Spielzeugaxt? Nur ein Kinderspielzeug kann also nicht als Waffe verwendet werden. Ja, aber... Hat doch sicherlich einen Grund, warum die hier liegt. Okay, wieder runter. Raus. Ach, der ist ja auch verletzt, sehe ich gerade. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Gut, war hier sonst noch irgendwas? Da war der Dietrich drinne. Das ist so ein mega hässliches Grobo-Fund. Ist der kaputt oder wächst da Schimmel drauf? Ach, komm schon. Was steht denn da? LCS. 4. Blätter. Kann ich gar nicht lesen. Ach, guck mal, hier ist dieses Männchen. Play for Victory. 2005, American Football. Kann ich nicht lesen. Gut. Trotz alledem würde ich sagen, nee. Ha! Guck mal hier ist noch eine Schlangentür. Und ich hab. Ne. Nix da, will ich nicht, tschüss. Und ich hab den Schlüssel abgelegt. So, dann machen wir weg. Die werden wir wohl auch erstmal nicht brauchen. Weiß ich nicht. Das brauchen wir auch erstmal nicht. So. Ja, meine Lieben, das war mal eine relativ entspannte Runde, möchte ich mal sagen. Die zwei Kasper da in der Eingangshalle, die ja. Nö, die machen mir keine Angst. Ne? Weil wir sind schneller wie die. Und ja. Keine Ahnung. Alles gut. Das Video sehen wir uns in der nächsten Folge an. Jo. Weil ich weiß nicht, wie lange das geht. Weil ich habe es ja nur noch nicht gesehen. Und wir sind sowieso fast am Ende. Deswegen würde ich sagen, noch einmal speichern. Und dann, jo, meine Lieben. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mich das wissen. Alles klar. Ciao.